Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Magic the Gathering 2015. Duels of the Planeswalker. Und wir sind hier gegen Boragor, den Einsiedler von Xafrit. Oder wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, was das für ein Deck ist. Wir brauchen wieder unser drittes Mana, aber sonst sieht es ganz gut aus. Deswegen behalten wir die Hand und starten mit unserem Trippelland. Mal sehen, ob uns das weiterbringt. So, der Gegner spielt schwarz. Ist schon mal nicht so geil. Und hat einen eiternden Goblin, der -1/-1 gibt auf irgendeine Kreatur, wenn er denn mal sterben würde. Der wäre auch cool für unser Deck. So was ähnliches haben wir ja mit unserem brandschatzenden Goblin. So, wir spielen aber auch mal unsere Goblins. Wupp, da sind sie. Und das Blöde ist halt jetzt, wenn ich einen von denen blocke, ist der andere sofort mit tot wegen dem -1/-1. Aber gut. Irgendwas ist immer, ne? Nächste, da kommt er schon vorbei. Und hier blocken wir auf dieses Spielchen. Lassen wir uns gar nichts ein. Besser so ein Goblin stirbt als unser Bergstoffelementar oder sowas. Jo, jetzt kommt hier das ganze Mana reingeflattert und wir spielen spielen wir schon eine Kreatur? Wir spielen erst die Sprengstation, aber momentan ist noch nichts irgendwie groß da, was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Können wir lieber die Sprengstation ins Spiel bringen. Und auch das dritte Mana des Gegners. Diesmal scheint also unser Gegner nicht Mana-Probleme zu haben, so wie beim letzten Mal. Sumpfräuber 2-2, Sumpftarnung ist natürlich für uns scheiße, weil wir hier sumpfig unterwegs sind. So, spielen direkt noch mehr Sümpfe aus, wenn schon, denn schon, ne? Und wir holen uns den, weil der muss weg. Gehen in die Kampfphase, greifen den Gegner an. Und dank der Sprengstation schießen auf einen Spieler. Ist die Sumpftarnungsfritze nur auch Fratze? Wenn man so schön in Neudeutsch sagt. So, ein Kadaverbolt fliegend 1-1. Wenn der Kadaverbolt ins Spiel kommt, kannst du eine Kreaturkarte deiner Wahl aus dem Friedhof zurück auf den Hand bringen. Ja, was wird er da wohl nehmen? Na, was nimmst du? Natürlich den mit der Sumpftarnung. Nee, bin ich nicht so gut. Und gut, ich hätte vielleicht lieber den Flieger spielen sollen. Und den Flieger können wir relativ einfach wieder weg. Wir haben ja selber Flieger. So. So. Kommt da jetzt? Jetzt kommt der Gruftreißer. Der hat Eile und ist 2-2 und kann aufgeblasen werden mit +1/+1 bis zum Ende des Zuges für schwarzes Mana. Not bad. Würde er uns angreifen wahrscheinlich. Mit beiden sogar. Blocken oder springen. Das sind 3 Schaden von uns. Und wir ziehen unseren vierten Flieger. Wir überspringen den Angriff. So. Da kommt jetzt ein Angriff. Kommt kein Angriff. Okay. Da kommt der Sumpfräuber. Nur Sumpfräuber. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schießen erstmal dem Sumpfräuber einen Schaden, weil dieses gar nicht blocken, das geht mir um den Sack. Der wird geopfert.
Dann spielen wir noch einen verschlingenden Schwarm. Dadurch enttappt das wieder, weil eine Kreatur ins Spiel kommt. Und wir schießen dem Sumpfräuber noch einen Schaden. Unser Bergschutzelementar wird wieder stärker. So, 4-4. Und wir bringen noch ein Land raus. Und überspringen den Angriff. So, weil die Sumpftarnung ist schon ziemlich nervig. So, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält minus 1 für jeden Sumpf, den du kontrollierst. Ah, unser Bergschutzelementar ist so tot. Schade, schade. Ah, super Zauber, die der Gegner da hat. Wir kriegen 3 Schaden. Mäh. Ja, 4 Schaden. Pumpen wir noch auf. Wir ziehen nur Mana nach, Leute, das ist nicht schön. So. Läuft nicht. Sieht ein bisschen danach aus, als ob wir hier in der Erweiterung nur gewinnen können, wenn der Gegner Pech hat beim Ziehen. Werden. Aber wir haben momentan ja auch irgendwie jetzt Pech beim Ziehen. So, wir haben schon wieder einen Flieger hier als Gegner. 3-3. Wenn die heulende Todesfee ins Spiel kommt, verliert jeder Spieler 3 Lebenspunkte. Das tut es natürlich extrem weh. Und wir sind jetzt mal darauf angewiesen, dass wir mal vernünftige Karten ziehen hier. Viel Mana können wir jetzt nicht mehr ziehen. Wir haben schon ohne Ende Mana hier. So, da kommt der 2-2er vorbei, der ist aufpumpbar. Deswegen überspringen wir das Blocken. Ja, der pumpt den natürlich. Gehen wir auf 7 Lebenspunkte runter. So, wen wollen wir unbedingt loswerden? Wir holen uns, glaube ich, den 3-3 Flieger. Weiter. Dann greifen wir den Gegner an. Der wird geblockt. Sehr schön. Dann schießen wir dieser Kreatur einen Schaden. Bringen eine zweite Kreatur ins Spiel. Weg mit dem Aufpumpbahn. So. Das Board ist wieder rein. Hoffen wir mal, dass der Gegner auch jetzt nicht so viel geile Sachen jetzt noch hat. Er hat immerhin 4 Handkarten. Oh, da kommt noch schon wieder einer mit Sumpftarnung. Oh, Sumpftarnung können wir echt nicht gebrauchen. Wir können echt keine Sumpftarnung gebrauchen. Aber es ist perfekt, was wir da gezogen haben. So, wir opfern nämlich den Goblin und schießen der Sumpftarnungskreatur direkt mal Schaden. Weg mit der scheiß Sumpftarnung, die kann man echt nicht gebrauchen. Dann gehen wir in den Kampf und müssen jetzt langsam auch mal was dafür tun, dass der Gegner auch Lebenspunkte verliert hier. So. Die Sprengstation hat sich auf jeden Fall in dem Spiel jetzt schon bewährt hier. Was kommt da jetzt? Korruption fügt einem Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl so viel Schadenspunkte vor, wie du Sümpfe kontrollierst. Das könnte unser Tod sein. Na, noch nicht. Fuck you. Und er kriegt dann auch Leben dazu. Oh nein, Leute. Jetzt muss ich aufpassen, er hat Sumpftarnung. Er hat Sumpftarnung und er hat Kreaturen mit Eile. Das ist echt nicht geil. Zwei Karten hat er noch auf der Hand. Ja, ich hoffe mal mit mir mit, dass er nicht hier noch so einen scheiß Direktschadenszauber hat. Verstümmeln. Alle Kreaturen erhalten für jeden Sumpf, den du kontrollierst, minus 1, minus 1. Ja, das ist dann der Tod für unsere beiden Kreaturen.
Wir schießen dem Spieler noch einen Schaden. Und wir ziehen Crap nach. Verdammt. Oh, wir laufen so Gefahr, das Ding hier richtig derbe in den Sand zu setzen. Ein Spieler deiner Wahl zieht zwei, ja, wir sind tot. Wir ziehen jetzt zwei Karten von den zwei Lebenspunkten. Ja, scheiße. Jo. Mist. Das lief nicht so gut. Naja, beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schaltet doch wieder ein. Und bis dahin, have fun, euer Koali. Yeah.